Ja, und bevor ganz viele wieder fragen, warum, das macht man, um da Sachen zu sehen, also Wildblumen und Äsungspflanzen fürs Wild, die es sonst so in diesen ganzen Monokulturen da unten nicht mehr gibt, weil man das für die Forstwirtschaft einfach optimiert, so wie da hinten, sind halt Monokulturen, so Fichtenwälder, und da ist der ganze Boden so gut wie tot darunter. Und deshalb macht man so was Schönes wie da. Und dann wird das richtig schön grün, die Bienen freuen sich. Und ja, die Bienen, die Rehe, die Hasen. Es gibt sogar eine Hasenkräutermischung, damit die Hasen fit bleiben. Da sind ganz viele Kräuter drin, die auch so sehr selten geworden sind. Ja, das kommt dahin. Und das habe ich gerade hier gemacht. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt mähe ich noch. Und dafür muss das Ding hier erstmal da hoch. Das geht aber ganz gut. Beim letzten Mal habe ich euch doch erzählt, dass ich das Auto nicht benutzen kann, weil da oben ein Vogelnest drauf ist. Und mich haben jetzt ganz viele gefragt, was ist denn eigentlich daraus geworden? Leben die noch? Naja, da waren letztes Mal Eier drin und jetzt kleine Vögel. Kleine Vögel, ich muss ja echt mal so ziehen, ein bisschen vorsichtig. Die Mutter, die sitzt nämlich da hinten im Baum und regt sich schon auf. Aber da. Hallo. Hallo. Ja, das heißt, bis die Flügge werden, bleibt das Auto jetzt hier stehen. Gucken, wie lange das dauert. Also ich zeig noch einmal hier und dann haue ich hier ab, damit die wieder ihre Ruhe haben. Der Rudi dürfte nicht stören. Ach, ihr zwei seid so toll.